Wir sind hier mit den zwei Faculty-Spielern, Mantis und Asmo. Was denkt ihr beide über das Turnier hier im Allgemeinen, die Location, das Event, die Veranstalter? Ja, also wir sind ja auch gerade erst angekommen quasi. Also sind gerade aus unserem Hotelzimmer mit 2 Stunden Schlaf gekommen. Und ja, die Location ist natürlich, wie ich das vom 5-Sterne-Hotel denke ich gehört, ziemlich geil, muss man sagen. Auch wieder die Gruppenphasen, schön die Teams in Viereck aufgebaut, dass niemand auf einen anderen Bildschirm gucken kann oder irgendwas. Die PCs sollen wohl ziemlich gut sein, was ich gesehen habe, 400 FPS stabil. Und ja, also sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus alles hier und wir freuen uns schon, wenn es endlich losgeht. Ja. Okay, eure Anreise war ja von ein paar Problemen geplagt. Was ist denn genau schiefgelaufen im Prinzip? Ja, zunächst einmal konnten wir erst sehr spät losfahren, weil zwei unserer Spieler noch arbeiten mussten. Und dann waren wir ein bisschen im Stau und dann später wurde es halt ziemlich kalt und ziemlich viel Schnee lag auf dem Boden und das war noch nicht weggeräumt. Demnach waren die letzten 100 Kilometer, glaube ich, die längsten, weil sie einfach so voller Schnee war und da konnte es halt auch nicht mehr so schnell rumfahren und deswegen haben wir so lange gebraucht. Okay, denkt ihr trotzdem, dass ihr hier im Turnier einigermaßen mit normaler Leistung auftreten könnt? Obwohl wir jetzt weniger geschlafen haben, als wir es gewohnt sind, denken wir eigentlich schon, dass wir unsere Leistung abrufen können. Ich meine, wir werden gleich Nachmittag, wenn wir an den Rechner setzen können, unsere Einstellung machen, anfangen zu spielen und versuchen halt das Beste daraus zu machen. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wir geben einfach unser Bestes und versuchen das Beste daraus zu holen. Okay, ihr spielt mit Navi, CRG Gaming und ESC Gaming in einer Gruppe. Welcher Gegner denkt ihr ist der stärkste? Wenn ich sagen muss, würde ich sagen, ESC ist der stärkste, auch wenn die zurzeit ein bisschen schwächeln, aber einfach darum, weil Navi spielt noch nicht so lang. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, dass direkt nach ESC mit der Favorit auf den Titel, nicht auf den Titel, auf den Gruppensieg. Genau. Und CRG ist meiner Meinung nach das schwächste Glied in der Gruppe, was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist. Die haben wir auch schon öfter geprägt und also schießen auf jeden Fall alle 3 Gegner zurück. Und wir werden da mit Sicherheit nicht durchfahren, aber mit Sicherheit auch nicht runtergehen. Aber euer Ziel ist auf jeden Fall trotzdem der Gruppensieg und ja, damit die direkte Qualifikation. Auf jeden Fall, das wäre einmal gut für unseren Schlafrhythmus, da könnten wir uns wieder ausruhen gehen, wenn wir direkt ins Viertelfinale einziehen können. Und allgemein wäre es natürlich viel einfacher, wenn wir weniger spielen müssen. Dann verraten wir auch weniger, also beziehungsweise die anderen Spieler gucken auch zu, so wie wir es auch tun und können auch den einen oder anderen Move sehen. Demnach wäre das Beste, wenn wir als Erster durch die Gruppenphase gehen können. Okay, habt ihr eine spezielle Map, die ihr besonders gerne spielt? Nee, haben wir nicht. Sieht sehr überzeugend aus. früher hat man uns ja hier die Inferno Kings genannt, glaube ich, jetzt hier SWC und so. Aber mittlerweile sind wir auf jeder Map relativ gut vertreten. Also wir haben, ich muss ehrlich sagen, wir haben eigentlich noch keine Map, wo wir wirklich immer wehtun wollen. Und das wird sich immer vom Gegner zum Gegner anders gestalten. Das werden auch die Zuschauer sehen. Und wir haben auf jeden Fall reichlich trainiert und sind gut vorbereitet. Und wenn nicht auf einmal alle ausfallen, denke ich eigentlich, dass wir ziemlich gut dabei sind. Okay, gibt es eurer Meinung nach eine Map, die eine wirkliche Schwäche wäre? Also wirklich ein bisschen abfallen würde von der Leistung im Vergleich zu den anderen? Ja, ich meine, also man wird sehen an dem Vetus heute, es gibt eine Map, die werden wir in der ersten Gruppenphase, glaube ich, gar nicht spielen. Und da wird man das dann schon sehen, denke ich. Okay, abgesehen von euch in der Gruppenphase sind noch 3 andere deutsche Teams, TCM Gaming. Unter anderem, was denkt ihr, schaffen vielleicht, Benny, du als erst die Frage als dich zuerst, schafft Alternates noch nach der Niederlage gerade eben? Für Alternate war ja natürlich ziemlich bitter, gerade gegen Annexes, also gegen die verliere ich ja nicht gerne. Wir verlieren auch nicht gegen die, unsere Erzrivalen. Und ja, jetzt hat man noch Worry Games als nächsten Gegner. Und dann noch gegen das andere deutsche Team Logics. Also jetzt, wenn Alternate jetzt gerade gegen Worry Games einen Überraschungssieg bringt, dann ist halt leider schon ein deutsches Team so gut wie raus, was ziemlich schade ist. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es hier von den 4 deutschen Teams, die anwesend sind, noch 3 in die nächste Gruppenphase bzw. Viertelfinale schaffen kann. Obwohl auch TCM Gaming verloren hat. Ja, TCM hat noch alle Chancen. Wir spielen noch gegen NIP, da werden natürlich die Chancen nicht so groß sein. Aber wir spielen noch gegen die Russen. Da weiß ich jetzt noch nicht, die haben vorhin gegen NIP ziemlich gut gespielt, aber da ist noch alles drin, denke ich. An sich kann man ja auch mit einem Sieg in der Gruppe weiterkommen. Demnach steht einiges offen.
zumindest für die zweite Gruppenphase. Demnach lassen wir uns einfach überraschen. Okay, habt ihr in den anderen drei Gruppen jeweils vielleicht einen Favoriten, der eurer Meinung nach sicherlich ins Viertelfinale direkt einziehen wird? Ja, auf jeden Fall. Also bei der Gruppe A ist es NIP, bei Gruppe B ist ganz klar Mary Games auch. Gruppe C hoffentlich hier. Und Gruppe D, war in der Gruppe D. Ist für Hengard selbst auf dem Schlauch. Aber Gruppe D war, glaube ich, Lemon Dogs. Lemon Dogs. Ah, 3D Max. Ja, 3D Max. Serbia, eSport Serbia. Und die anderen waren? Gute Frage, aber es kann so stark sein. Sagen wir mal einfach, von den bisherigen Leistungen, die man auf LAN gesehen hat, würde ich sagen, Lemon Dogs oder 3D Max. Also, die beiden sind die Favoriten des ersten Platzes in der Phase. Und ja, lass mich überraschen. Okay, gehen wir mal davon aus, dass ihr es schaffen würdet, direkt ins Viertelfinale zu kommen. Gäbe es einen Gegner, den ihr euch wünschen würdet? Anexus. Genau, also Anexus wäre auf jeden Fall, wenn sie weiterkommen sollen. Unsere Wunschgegner Nummer 1. Einfach aus Prinzip. Und alles andere, also wir würden gerne, wenn wir es wirklich weit schaffen sollten, also in den späteren Verlauf des Turniers, im Finale erst gegen dem Spiel. Also wenn wir so weit kommen. Wenn wir so weit kommen. Sollen. Aber und wenn es nicht am nächsten ist, dann würde ich gerne gegen Lemon Dog spielen, als wir wollen uns gerne revanchieren für die Dreamhack, genau. Die sie jetzt herausgeworfen haben. Und es war zwar nur ein Unentschieden, aber für die Halbzeit gereicht für uns nicht. Und da wäre so ein Reward schon ziemlich nett. Okay. Ansonsten, wer denkt, ihr gewinnt das Turnier hier? Ja, also Titelfavoriten sind NIP, Very Games. Also NIP. Denn World Games und dann vielleicht wir, oder keine Ahnung, kann ich nicht sagen, uns selbst schätzt nicht so gerne ein, genau. Aber wir werden sehen, also NIP ist auf jeden Fall ganz klarer Favorit. Aber ihr denkt, dass ihr durchaus jetzt in einem direkten Duell gegen NIP oder auch Very Games durchaus Chancen hättet, wie ihr ja schon gegen im Online-Cup gezeigt habt? Gegen World Games, ja, ich denke schon, dass wir da ziemlich gute Chancen haben. Aber LAN ist natürlich immer was anderes, da kann ich jetzt nur von den Ergebnissen, die wir zum Internet gegen World Games hatten, sagen. Aber gegen NIP weiß jetzt noch nicht. Also muss ich erst mal sehen, wie die spielen. Sagen wir so, wenn wir gegen die BO3 spielen sollten, wäre halt also für uns schon Erfolg genug, wenn wir eine Map holen von den drei. Okay. Ja. Wäre auf jeden Fall schon sehr akzeptabel. Okay, dann vielleicht am Ende noch eine allgemeinere Frage. Was denkt ihr über CSGO in den letzten Monaten, wie es sich entwickelt hat und wie es sich eurer Meinung nach weiterentwickelt in den nächsten Monaten? Ja, ich denke, es hat einen sehr großen Hype, also es ist immer größer, man hat immer mehr Offline-Turniere, man hat ständig Offline-Turniere eigentlich. Wir haben ja wirklich den ganzen Kalender voll bis Sommer und den Rest haben wir noch gar nicht geplant. Also da ist ja auch noch sehr viel noch an Events zum Beispiel. Und das Spiel ist in den, ja, 5 Monaten spielen wir das schon und haben ja, mehr gesehen als in Source in 2 Jahren. Und weil auch der Fokus auf dem Spiel sehr stark ist und das gefällt uns sehr gut. Und wir hoffen natürlich, dass es weiter so heranwächst und dass es StarCraft 2 und LoL und so weiter einholen kann, sodass wir auch so eine richtig große Gemeinde haben und ziemlich große Hallen haben, wo die Leute auch dann für uns schreien, wie bei dem LoL-Match da bei Navi. Wenn die alle so schreien, Navi, Navi. Und dabei hat Navi gar kein gutes LoL-Team, sondern nur ein gutes Dota 2-Team. Ja, sorry, Dota 2. Macht ja nichts. Ist halt das gleiche, alles. Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Interview und wünsche euch viel Glück für die nächsten Spiele. Alles klar, danke. LoL. Cut!